Pavel Filo, som riaditeľ strednej školy, ktorá sa zaoberá udržaním vidieka a jeho rozvojom a jeden z hlavných našich zameraní aj včelárstvo. Okrem toho som sám aktívny včelár, mám vyše 100 včelstiev. Včelárim od narodenia popri svojom otcovi a zažil som aj éru bez klieštika, začul som éru so začiatočnými problémami a liečením klieštika. No a zhruba po 40 rokoch môžem povedať, že sme na tom horšie s udržaním stavu včelstiev, ako sme boli pred tými 40 rokmi na začiatku boja s klieštikom. Vychádzame z meniacej sa situácie, ktorá sa v posledných rokoch začína dramatizovať. Z niektorých vážnych príčin znižovanie možnosti výživy včelstiev, stupňovanie používania pesticídov, či už zo strany poľnohospodárov, alebo zo strany producentov liečiv, tzv. Tvrdé chémie. Tie dávky sa neustále zvyšujú a vidíme to na tých včelstvách, že strácajú schopnosť odolávať klieštikovi a ďalším chorobám a máme pocit, že začína nová éra problémov a bude sa musieť začať iným spôsobom pristupovať k liečeniu včelstiev, pretože ak sa bude postupovať spôsobom neustálym zvyšovaním dávok pesticídov zo strany poľnohospodárov a zo strany včelárov na liečenie, tak stráca med povesť alebo skutočnosť čistého produktu, čo môže viesť nakoniec smutným výsledkom aj pre samotných včelárov, pretože jeho cena sa dramaticky zníži. Mein Name ist Wolfgang Wimmer. Ich bin seit mehr als 10 Jahren Imker, habe meine Bienen in Wien und habe vor 10 Jahren festgestellt, dass die Varroamilbe ein zunehmend großes Problem wird und habe mir gedacht, ich möchte hier eine Lösung entwickeln, mit der ich ohne Anwendung von Chemie mit diesem Parasiten, der ja eingeschleppt wurde, der hier nicht heimisch ist, wie ich ohne Chemie mit diesem Parasiten umgehen kann und wie habe eine Lösung entwickelt. Und zwar habe ich mit meinem Team den Varroa-Controller entwickelt, ein Gerät, mit dem man ohne Chemie ausschließlich mit Wärme gegen die Milbe vorgehen kann. Der Varroa-Controller ist nun seit 9 Jahren am Markt. Wir haben viele begeisterte Anwenderinnen und Anwender, die auch den Wunsch haben, ohne Chemie im Volk zu imkern und das auch sehr, sehr erfolgreich tun. Gemeinsam mit dem Varroa Controller habe ich dann 2015 die Duplex-Wabentasche entwickelt. Die passt sehr gut mit dem Varroa Controller zusammen, also mit beiden Geräten arbeitet man sehr erfolgreich und sehr effizient gegen die Milbe. Der Varroa-Controller bekämpft effizient die Milben, die sich in der Bienenbrut vermehren, indem diese Bienenbrut langsam und vorsichtig und für kurze Zeit auf eine höhere Temperatur gebracht wird. Und zwar genau auf jene Temperatur, die Milbe nicht mehr, die Bienenpuppen, die ja auch in dieser Zelle sind, sehr wohl noch aushalten. Das Ergebnis ist eine deutliche Reduktion der Milbenpopulation und die Bayerische Landesstelle für
Bienen hat unser Gerät auch untersucht und hat festgestellt, eine Wirksamkeit von 97, also fast 100%. Das heißt, mit dem Varroa-Controller kann ich sehr gezielt diese Milben in der Brut bekämpfen und damit erfolgreich imkern und gemeinsam mit der Duplex-Wabentasche, mit der ich die Brut ab Sommersonnenwende sozusagen sukzessive einschränke auf nur mehr zwei Rähmchen, kann ich auch sehr, sehr effizient mit der Wärmebehandlung arbeiten. In einem Durchgang kann man mit dem Varroa-Controller 20 Bruträhmchen behandeln. Das sind sozusagen nach Einschränkung auf zwei, sind das sozusagen die Brut von 10 Völkern, die man hier auf einmal behandeln kann. Eine Behandlungsdauer ist 2 Stunden, das heißt, in 2 Stunden kann ich die Brut, die mit der Duplex-Wabentasche eingeschränkte Brut von 10 Völkern behandeln. So macht man nach dieser Sommersonnenwende diese Völker durch und hat einen weiteren Durchgang dann noch im Herbst und kann so ohne Verluste die Bienen chemiefrei führen. Mein Name ist Kurt Ratsch, es freut mich, dass ich mich hier vorstellen darf. Ich imkere mit meiner Frau zusammen und wir bewirtschaften derzeit um die 200 Bienenvölker, 210, nicht immer gleich. Aber ich bin überzeugt davon, dass für uns ganz besonders wichtig ist, dass wir einen Schritt gesetzt haben, um der Varroa-Milbe auf natürliche Art und Weise ohne Chemie entgegenzuwirken. Ich bin als professioneller Imker, also arbeiten tue ich schon seit 29 Jahren, aber professionell kann man sagen, eigentlich seit 2005 in etwa, dass ich es professionell betreibe. Wir haben 11 verschiedene Standorte, die aufgeteilt sind. Hier in Niederösterreich, das ist der entfernteste mit ca. 127 Kilometer Entfernung von zu Hause. Ich habe es hier versucht, weil ich mir gedacht habe, ich möchte nicht nur bei uns arbeiten, ich möchte auch etwas anderen Honig ernten. In meiner Region, wo ich zu Hause bin, in der Obersteiermark, haben wir weder Phacelia noch Sonnenblume, auch keinen Raps. Und ich habe gesagt, ich möchte auch dieses Spektrum abdecken. Und es ist eine ganz andere Art der Imkerei. Und dabei hilft uns eigentlich sehr gut der Varroa-Controller. Und in Verbindung mit der Duplex-Wabentasche ist es auch ohne Probleme möglich, dass wir die Varroa recht gut im Griff haben. Auf unseren Bienenständen über das ganze Jahr hindurch eine Diagnosewindel drinnen. Und das Erste, wenn ich zu einem Bienenstand komme, ist, dass ich die Windel rausziehe und kontrolliere, wie viele Milben das gefallen sind. Und wir konnten auch feststellen, dass wir bei einem Volk, dass wir vor zwei Tagen die Windel gereinigt wurde, waren 0 Milben. Dagegen 3 Völker weiter haben wir 7 Milben gefunden. Also man kann sich nicht darauf verlassen, es funktioniert, sondern ganz, ganz wichtig in der Betriebsweise ist, dass wir diagnostizieren. Das ist das Um und Auf. Und wenn ich weiß, was im Volk los ist, dann kann ich auch dementsprechend handeln. Und die Möglichkeiten sind mit dem Varroa-Controller voll offen. Da ist der Druck dementsprechend stark. Also gehe ich her, nehme verdeckelte Brut, gebe sie in den Varroa-Controller, dort wird sie behandelt. Und wenn ich mehrere Völker habe, erstelle ich einen Sammelbrutableger. Die gesammelten Brutwaben kommen mit nach Hause, wenn der Controller nicht dabei ist, werden nach Hause gekarrt und zu Hause kommen sie in den Controller, werden dort behandelt, kommen nicht mehr zurück ins Volk, denn dadurch würden diese Milben im Volk herausgebracht werden, wenn die Brut schlüpft. Das will ich aber nicht,
sondern ich will das dann zu Hause am Bienenstand kontrollieren und sehen können, wie sich diese Brutwaben mit den geschlüpften Bienen entwickeln. Sind die Bienen bereits sehr stark geschädigt oder nicht? Und ich habe dort auch die Möglichkeit, dass ich zu den Brutwaben, die ich zuvor im Controller behandelt habe, circa 1 Kilo Bienen auf circa 6 Brutwaben dazugebe, diesen Kehrschwamm, den ich vorher auf irgendeinem Stand erstelle, der wird vorher geträufelt mit Oxalsäure oder Milchsäure, somit sind auch diese Bienen milbenfrei und wir haben auf diese Art und Weise die Möglichkeit, dem Volk, das wir neu erstellen, wirklich eine gute Ausgangsposition zu geben. Sie starten praktisch mit einer ganz geringen Milbenanzahl. Und da eine neue Königin, eine frische, dazu gesetzt, dann sollte sich das Volk auch dementsprechend entwickeln. Ich habe es heute auch gezeigt. Wir haben hier Völker, die wir vor 1,5 Monaten mit 5 Brutwaben erstellt haben. Die haben jetzt bereits einen Honigraum drauf und haben natürlich hier ein volles Angebot mitten in der Phacelia und in weiterer Folge bei ca. 16 Hektar Sonnenblume. Also ist das ein Schlaraffenland für die Bienen. Denn hier beginnt es bereits zu einer Zeit, wo bei uns zu Hause die Bienen noch schlafen. Hier ist Hochsaison Ende April. Da geht es richtig los. Da fangen unsere erst einmal so zum Rausgucken an und beginnen. Und das ist es aber auch, was es reizvoll macht und was es mir ermöglicht, auf biologische oder auf biotechnische Maßnahmen zurückzugreifen, dass ich durch die versetzte Zeit des Brutbeginns auch mit dem Controller recht gut zurechtkomme. Wir machen mit 2 bis 3 Personen mit 3 Controllers pro Tag ca. 30 Bienenvölker. Das geht sich ohne Probleme aus, wenn allerdings nur 3 bis maximal 4 Rämchen mit verdeckelter Brut sind. Also der Zeitpunkt des Beginns ist ganz, ganz wichtig. Der Start ist das Maßgebliche, ich sage sogar das Maßgebliche für die Ausgangssituation und für das Ende des Jahres. Je besser ich am Beginn arbeite, umso besser wird der Verlauf über die ganze Saison sein. Logisch ist es, ich muss, so wie ich bereits gesagt habe, immer wieder Nachschau halten. Denn nicht alle Völker sind gleich, nicht alle Völker entwickeln sich gleich. Es gibt immer wieder welche, die etwas nachhinken und es gibt welche, die einfach explodieren, wo eine Top-Königin drinnen ist. Und da heißt es natürlich Nachschau. Also meine Technik im Sommer ist eigentlich die, dass wir eben, wie gesagt, ständig kontrollieren den Varroa-Fall. Aber nicht nur das, es ist für mich auch ganz, ganz wichtig, dass wir einen begrenzten Brutraum haben. Und ich arbeite mit dem Rämchenmaß Zander und da ganz normal, also nicht mit Flachzange oder der großen Zander, sondern mit der normalen Zanderwabe und beschränke aber den Brutraum auf eine Einheit mit 10 Rämchen. Es ist für mich viel leichter zu arbeiten, denn der Raum, den die Königin zur Verfügung hat für die Brut, ist groß genug. Es ist ausreichend. Und ich habe aber auch den Vorteil, dass ich es leichter kontrollieren kann. Und die Biene selbst hat natürlich den Vorteil, dass sie ein geschlossenes Brutnest, so wie im Wildbau, praktisch auf einer Kugel sitzt und dort ein schönes Brutnest anlegen kann. Und je nachdem, wie viel Honig das kommt, geben wir eben dann die Einheiten drauf und arbeiten auf diese Art und Weise. Und der Vorteil ist aber auch, dass wenn ich dann mit der Duplex-Wabe arbeite, ich finde die Königin leichter. Und wenn die Königin mit 2 Rämchen in die Duplex-Wabe gesperrt ist, bleiben hier noch
4 oder maximal 5 Rämchen übrig. Die bleiben drinnen. Diese Brut läuft dann aus. Und nach 12 Tagen gehe ich her, ziehe das Rämchen, das in der Duplexfarbe ist, ziehe ich heraus. Das kommt in den Varroa-Controller, die werden zusammengesammelt, kommen in den Varroa-Controller und je nachdem, wie die Völker aussehen, kommen sie entweder wieder zurück oder es werden damit Sammelbrutableger gemacht und es kommt ein leeres Rämchen wieder hinein. Ganz wichtig ist natürlich darauf zu achten, dass die Königin wieder mit drinnen ist, dass die wirklich nur in der Duplex-Wabe drinnen arbeiten kann. Und nach weiteren 12 Tagen ist bereits die restliche Brut, die außerhalb der Duplex-Wabentasche ist geschlüpft und die Milben haben wirklich nur mehr die Möglichkeit, in diese zwei Rämchen hineinzugehen und sich dort drinnen zu vermehren. Und nach diesen 12 Tagen sind auch bereits diese Rämchen so weit, dass wir die dann herausnehmen können. Die kommen dann allerdings nicht mehr ins Volk hinein, sondern werden dann im Volk durch entweder schöne, helle, unbebrütete Waben ersetzt oder sogar auch mit Mittelwänden ersetzt. Auf diese Art und Weise haben wir eigentlich den Milbenbefall sehr gut im Griff. Dadurch, dass zu dem Zeitpunkt eigentlich dann keine Brut im Volk mehr ist, ist es auch ein leichtes, die Restentmilbung sofort durchzuführen. Die kann man dann mit Milchsäure oder irgendeinem anderen Mittel, das zugelassen ist, oder mit Ameisensäure, egal, durchführen. Und ich habe aber auch die Gewissheit, dass ich dann zu 90% der Milben erwische, dadurch, weil ja eigentlich die Milben nur mehr auf den Bienen drauf sein können und keine geschlossene Brut vorhanden ist. Und auf diese Art und Weise gehen wir praktisch in den Herbst und im Spätherbst, wenn Brutfreiheit ist, erfolgt dann natürlich noch die Restentmilbung und so sollten wir eigentlich ganz gut über die Runden kommen. Wichtig ist, wie gesagt, das Eindämmen des Brutnestes, auch dann im Frühjahr beim Start. Ich arbeite mit der angepassten Brut, das heißt, es kommen im Frühjahr zwei Schiede hinein. Wenn die Königin durchstartet, hat sie auf diese Art und Weise ein schönes, kleines, geschlossenes Brutnest. Sie hat hier 5 Rämchen zur Verfügung, die sie voll bebrüten kann. Und je nach Entwicklung und Wetterentwicklung kann ich dann die Schiede ziehen, sodass sie den einen Raum dann wirklich toll besetzen kann und auch die Brutflächen nutzen kann. Ich arbeite jetzt seit 29 Jahren mit Bienen und wie gesagt, es funktioniert auf diese Art und Weise, wie ich es erklärt habe, auch ganz gut. Vielleicht noch ganz kurz. Die Restentmilbung im Herbst bzw. vor dem Winter zur brutfreien Zeit erfolgt bei uns mit Oxalsäure, sprich Bienenwohl. Und das funktioniert eigentlich ganz gut in der Träufelmethode. Und wir überwintern unsere Bienenvölker größtenteils auf 2 Einheiten, außer Jungvölker, die werden zum Teil nur auf 1 Einheit überwintert. Aber der Großteil, nachdem wir ja sehr viele Bienenstände in höheren Lagen haben, wo der Winter auch etwas länger dauert, ist es mir wichtig, dass ich die Sicherheit habe, dass genug Futter im Volk ist. Aus dem Grund arbeite bzw. überwintern wir auf 2 Einheiten. Und es funktioniert auch gut. Und ich sage auch immer, ganz egal, ob ich jetzt 20 Bienenvölker habe, 50 Bienenvölker oder 100 oder sogar 200. Und ich sage auch, es geht auch mit 300. Man muss nur ständig auf der Hut sein. Man muss es konsequent machen. Man muss sich einen Arbeitsplan erstellen, wo ich sage, zu dieser Zeit wird dieser Schritt gemacht, zu dieser Zeit der. Und das Konzept muss man wirklich kontinuierlich verfolgen. Und ganz, ganz wichtig noch einmal,
ist die Kontrolle. Immer wieder zu wissen, was ist los im Bienenvolk. Auf gut Glück wird es für die Zukunft nicht funktionieren. Wenn ich aber immer wieder kontrolliere und weiß, was bei meinen Bienen los ist, dann sollte es so funktionieren, dass die Bienenstöcke voll sind und das nicht nur mit Bienen, sondern auch mit Honig. In diesem Sinne wünsche ich allen viel Erfolg mit dem Varroa-Controller und mit der Duplex-Wabentasche. Freunde, es funktioniert! I maybe can explain you the idea behind this product. So, what it is, we developed this product. It's existing in many different sizes, so you can use your frames here. We developed this product so that you can catch the varroa. And it works really well. First of all, every one of you knows how the varroa is reproducing, of course. The varroa sneaks into the open brood cell just before it's cut. Okay? So this is the basic understanding of that product. If you understand that the varroa is, yes, sitting on the adult seed, but then going into the cell just before cutting. Yeah? So the question is, where is the varroa? In the cup fruit cell. If this sentence is clear to everyone, then we can catch her. Yes, that's correct. Yeah? That is correct. And 1/5 roundabout is sitting on the adult. Yes. Very good, very good. So now we have to create a situation that we have only few, or to be more precise, only two frames with cap. No, open brood that will be then capped. Yeah. So if you are a varroa mite, you have only two frames where you can go. Yeah. And this works so well that I would like to show you today. So the idea is that we take the queen on a frame where there are, let's say, ideally, she's just laying eggs there, fresh eggs, fine. Take her, put her in, and take a foundation. And put back to the brood cell, to the brood chamber, to the brood supper. Yeah? So now the queen is in there, there's a foundation, here is brood, everywhere is brood. Fine, nothing changed, except she's in this. Okay, fine. And then we wait 12 days. After 12 days, this frame where there were some larvae is now capped. Perfect. Some varroa mite are in, but it's not relevant here. Then after 12 days, not 11, not 13, but 12, I'm coming. I take out this frame, the queen is on the other, I'm lucky. And I replace it, usually, with not a foundation, but a built frame, if I have one. Yeah. And lock again for another. So now 12 and 12 is 24. So this and this brood is now definitely one. Definitely one. Plus we have some extra days. And this is important. We have some extra days. So as you very well say, there are the mite is born, or sorry, the bee is born, the mite comes out as well. The mother mite, the daughter, the fertile daughter, and they take a bit on about this before they go in again. And so these additional days we also have.
So, there is no brood anymore. Here is no brood anymore. But here. Only inside. But here. And we still have some days to get cut. And on day 24, I have exactly 2 frames of cut. And they contain, according to our counting, measurement, more than this 80%. But doesn't matter. Yeah? So we have almost 90% in here. Now, and the rest is empty. So it's perfect if you have large frames like that and the others, and small suppers for the honey, that you then do your wax hygiene. So the dark, often used, where is it? You can change, because this is the day where they are empty. And this is super. So wax hygiene, trapping of Varroamax, wax hygiene, and if you are very smart, you do it at the time when there is anyway an overflow, or an overpopulation, of bees. Yeah? Here in Europe, Austria, here, usually the honey harvest is mid of July, let's say. Maybe it's so, doesn't matter. So, you are experienced, you know when your honey harvest is. Okay, super. Then you go back from the honey harvest 24 days. So if I say 15th of July, and I go back 24 days, I end up on 21st of June, which is midsummer. Everyone knows that the maximum of bees for this year is today, 21st of June. And usually 21st of June, I introduce this one. And during the next 24 days, the queen is laying. There's less need for feeding larvae and more honey. Yeah? So you have 20% more honey, easily. Yeah? And if you're very, very smart, then you say, okay, you know what, this year everything is early blooming. And so last year I did it 3 weeks early. So I can lock my queen, I can control, actually, according to nature, according to the nectar situation. So that's the third advantage. Yeah? And certainly I can then, when these two frames are built, I can also assess the queen, how well is she doing the brood nest on these two frames. So I can decide, you know what, this queen, I'm actually not so happy. Yeah? You change it, because you have a brood-free hive. Yeah? And a brood-free hive has many more advantages. Yeah? You can do, you see, I always do this triathlon. Yeah? Triathlon consists of honey harvest, the first discipline, the same day, no, I take away the honey. Then I take out the brood. I have the Varroa controller. I will show you in my lecture at 2 o'clock what that is. This is the device where you can do heat treatment. No chemicals. Heat treatment. So I heat treat these two frames. They might die, and the bees of one. And I use them, so third, second discipline, for doing new hives, new colonies, new clues. So six of those frames, I have a bit smaller. Six of those, after heat treatment, three-quarter a kilo of a bee, and a queen is a new hive. Super. It works just perfect. How do you heat? Beginning. Well, I show you. This is a machine we developed 10 years ago. Okay. I will show you. Now we focus on this trunk. How long is this cage? 42 centimeters? It fits for all. We have long. Also Slovenian age? Well, not yet, but we can. Okay, it's called Dadenblatt? Dadenblatt, okay. Okay, so now it's clear. Actually, you could do it. You don't need me. Huh? So the task is now find the queen. Take out the frame where she actually is, and
And put here inside. That's it. So it's actually very, very easy. The whole thing is very easy. Thank you. Queen? You can hold it. It helps a lot, of course, if the queen is marked. This is a requirement. Yeah? This is the queen here. You found her? No, she's an apple. She's red. Green. Could be. So that's already good. Yeah. So she can now lay eggs. No, we don't need that. Yeah? We just put her into the cage. Mm-hmm. Do you sell that cage? Yeah, thousands a year. Yeah. Of course. And then, you see, the queen is inside now. And now we are using a foundation. Yeah. We are using a foundation. And check, yeah, nothing happened. And then, and then we lock here the cage, yeah? And she will have easy life, huh? Yeah. She will, you see. Be able to lay eggs, they can support her, they go back and forward, yeah? The queen cannot go out, yeah? And she will usually lay eggs on a percentage of 50%, yeah? 50%. So you slow her down a bit. Yeah? It's very important. It's very important that you have two frames. Don't play with one, it will not work. Huh? Why not? Because you don't have enough pheromones. Huh? She doesn't have enough. You should not forget, when we start midsummer, she was laying eggs, 2,000 eggs a day. And now she cannot lay eggs if it's too small. Huh? So, and don't forget to exchange one frame after 12 days. And that gives her again the chance to lay the eggs. You exchange just one? Repeat that, sorry. Oh, yes. Huh? Sorry, repeat that. Exchange what? Yeah. Exchange one frame, so, you see, after 12 days. Which one? Which frame? First one. Which one? Which one? No, think a bit. Which one? Do you think? The one without the queen on it. Yeah, the one where we had some brood. Yeah. Okay. Because, why? Why? Because it's at that day, it's already capped. Huh? You know? Okay. Yeah? We have eggs now or tomorrow, and in 12 days for sure. For sure it will be capped. Okay. Okay. So now it goes into the hive. Is it clear? Yes. If the system is clear? Yeah? So včelárime v podstate 15 rokov, vo väčšom tak asi posledných 7-8 rokov. V súčasnosti máme okolo 150 rodín, ale v lete sa to pohybuje aj na dvojnásobných počtoch, lebo robíme oddielky a tým pádom je to trochu viacej. Chodili sme k rôznym včelárom, hlavne veľkým včelárom. Pred dvoma rokmi, zhruba na jeseň 2016 roku, sme tu na v strednej škole v Bystrici spoznali, alebo boli sme na prednáške, kde taká šarmantná mladá pani rozprávala o možnom liečení včela iným spôsobom, ako tam tlačiť tvrdú chémiu, respektíve. To nás zaujalo. A my sme ľudia, ktorí radi príjmajú nové informácie, ale také overené, nemáme čas pri 150 rodinách, pokus a omyl je veľmi drahý. Takže nás to zaujalo a v podstate na jar v 2017 sme už prvýkrát liečili varo a kontrolérom naše včielky
ale sme zistili, že toto treba urobiť už systémový prístup, lebo tých rodín je trošku viacej, tak sme zistili, že na jednej včelnice, keď máme viac ako 24 rodín, tak už časovo je to trošku náročnejšia metóda. Čiže sme začali kombinovať správny prístup časový a zistili sme s mojou manželkou, že si konečne užívame to včelárenie, lebo sa tam dá aj oddychovať, nielen pracovať pri včelách. Takže toto bol taký prvý poznatok a vždy keď Helenku stretnem, vždy hovorím, že asi včelárenie užívam asi tak 2,5 roka. Takže nie je to len drina, hoci tie nástavky sú ozaj ťažké a taký dobrý pocit mám, že ten med, ktorý vyprodukujem zo včelstva, je ozaj kvalitný a nie je tam nič navyše, čo by tam do medu nepatrí. Postupne prechádzame na bezchémiové, používame kyselú mravšu. My používame koncentráciu 85% a používame vlastne v tomto období, keď tá teplota klesne vonku prvýkrát. No a na jar používame Varroa kontrolové, kompletne preliečíme včelstva skoro na jar. No ale výsledkom je, že minulý rok nám padli len 3 rodiny, aj vďaka tomu, že bol tam problém s matkou, ale predtým sme mali trošku väčšie spády na včelniciach. Rozhodli sme sa preto tento spôsob ošetrovania z toho dôvodu, že v podstate nechceme viac zaťažovať prostredie včelstiev vnútri v úli ďalšími rôznymi reziduvami alebo látkami, ktoré neprispievajú k tomu, že tá včelia rodina je v pohode. Takže to bolo také rozhodnutie, že prečo. A bolo to aj preto možno, že začali sme iným spôsobom využívať spracovanie vosku, používame vlastný vos vo včelstve. V súčasnosti upúšťame od rôznych, aj od kyselých mravčí, tento rok sa veľmi rozhodujem, či vôbec nasadím do úlov kyselú mravčiu, lebo si uvedomujem, že to zaťaženie je vysoké a tá kyselá mravčia není až taká, je to riešenie, ale není to práve orechové, čo by tie včely mali pocítiť. Nedávno sa mi rozbila fľaška a musel som tú miestnosť opustiť, dalo sa tam vôbec vydržať. A v tej fľaške bolo na spodku kyselé mravčie a som si tak povedal, že toto tie včely musia vydržať a dýchať. To bolo proste, v tom momente som si, to je také pocitové rozhodnutia, ktoré rozhodujú o tom, že ako človek bude do budúca napredovať, či to bude prínos pre včelstvo aj pre mňa, alebo či to bude ešte väčšia záťaža, väčšia námaha. Takže dneska môžem povedať, že vďaka toho Varroa kontroléru si to včelárenie s manželkou spolu užívame, že to nie je len drina, ale my si pri včelkách sa porozprávame, dáme si kávičku, oddychneme si. Je to niečo o niečom inom. O mestskom včelárení sa dnes hovorí strašne veľa. V mnohých mestách vyťahli množstvo úlov na strechy, ale to nie je také ľahké, ako urobiť z toho módu alebo zábavu a len z čistého nadšenia sa hrať na včelárov dnes považujem za veľmi škodlivé, pretože včelárenie je náročný aj pomerne drahý koníček, ak sa bavíme, že je to koníček, ak to není poslanie alebo dokonca zamestnanie. Jednoducho, ak to nerobíte naozaj, ak včely neliečite, nekontrolujete, nestrážite, keď sa nevenujete včelárstvu, tak čo? Včely vám buď uletia, alebo uhynú. Popestujete klieštika, choroby a nakoniec urobíte oveľa horšiu činnosť, ako keby ste vôbec nevčelári. Dnes sa včelárenie veľmi zásadne zmenilo. Dnes je to viac o liečení, ako kedykoľvek predtým. Včely, si dovolím povedať, že sú najzložitejším, najkomplexnejším chovom domácich zvierat, lebo tento status majú, aký poznám. Naozaj k tomu treba vzdelanie, skúsenosti, neustále sa učiť, komunikovať, poznávať. Jednoducho je to náročný obor, ktorý ak sa nerobí poriadne, tak z krásnej myšlienky je veľké sklamanie, veľa mŕtvych včiel a veľa klieštikov v iných úloh. Tak, ja by som bol rád, keby včelnica tu v meste v Bratislave bola ukážkou nielen, že sa dajú chovať včely v meste, pretože je to takmer to isté, ako kedy chováte na denní. Ale ako sa dajú chovať dobre, správne, ako sa dajú dobre liečiť, ako sa dá urobiť kvalitný med aj v mestských podmienkach. Mein Name ist Rosa Käfer. Ich komme aus Uttendorf, Bezirk Braunau. Ich fing vor 4 Jahren zum Imkern an. Und zum Anfang bekam ich von unserem Imkerverein einen Bienenstock geschenkt. Ich hatte einen Bienenstock, hochte mir dann den Vortrag an über den Varroa Controller. Der stand für mich perfekt fest. Das brauche ich. Ich kaufte mir den Varroa Controller mit damals einem Bienenstock. Meine Imkerkollegen
Die haben mich wohlweislich belächelt. Ich konnte ihre Gedanken sehr wohl lesen. Aber ich wusste ja, ich bleibe nicht bei einem, ich werde immer wieder aufstocken und vermehren und weiterverkaufen und, und. Meine Entscheidung war goldrichtig, denn die Behandlung beginnt beim ersten Bienenstock und nicht erst beim 5., 6., 8. oder 10. Somit waren meine Bienen schon von Anfang an, die ersten schon gut behandelt. Und somit begann meine erste Behandlung im Frühling, bevor ich den Honigraum aufsetze. Somit habe ich schon weniger Varroa-Stress im Bienenstock und die Bienen starten ganz anders. Sie sind auch stärker und mein Ziel ist auch so wenig wie möglich an Chemie. Ich benutze auch zum Beispiel überhaupt keine Ameisensäure, überhaupt nicht. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre eine Biene und bekomme so einen Tropfen rauf, das Verhältnis Biene zum Tropfen, katastrophal. Jetzt habe ich 20 Stöcke, ich behandle nach wie vor. Jetzt zahlt sich der Varroa-Kontrolle natürlich noch mehr aus, ist klar, weil zuerst war er nicht ausgefüllt, jetzt ist er ausgefüllt und meine Zeit auch natürlich. Die nächste Behandlung mache ich also im Herbst noch einmal, wenn schon Winterbienen drinnen sind. Wir haben so lange Sommer, der Spätsommer ist bei uns noch so warm. Somit sind sehr, sehr viele Bienen, sehr gut große Bruttätigkeit und somit sind auch die Winterbienen noch einmal behandelt. Und da gehe ich sehr gut in den Winter rein. Und wenn ich zum Beispiel September behandle, bin ich Oktober milbenfrei. Und das ist ein großer Vorteil für die Bienen. Zumal sie ja sehr spät in den Winterschlaf gehen, wenn überhaupt, so haben sie in ihrer Bruttätigkeit noch viel Spiel, also dass sie sich gut erhalten können. Die Arbeit mit dem Varroa-Controller ist ganz einfach. Also wirklich, also ich nehme destilliertes Wasser, gebe das unten rein. Ich habe noch das erste Modell natürlich. Und ich muss sagen, ich bin bis heute sehr zufrieden, ich würde ihn nicht hergeben. So, ganz leicht zum Anwenden. Die Bienen, speziell im Herbst, wenn ich es mache, ist für die Bienen sehr gut sogar. Wenn ich die warmen Rämchen reingebe, sie sitzen sehr schnell auf die Bienen und es ist einfach für die Bienen auch sehr gut. Der Stock kühlt natürlich durch das nicht aus, wenn wir in die warmen Rämmchen reinkommen, dann ist der Stock sofort wieder in der Temperatur und die Bienen haben dadurch auch sehr wenig Stress, weil die Temperaturausgleichung nicht ist, drinnen sind keine mehr, also ist da für die Bienen auch kein Stress von der Temperatur. Die besten Seiten sind schon, dass ich keine Chemie brauche, denn für die Bienen ist es eine hochwertvolle Sache, also wirklich sehr, sehr wertvoll. Also ohne Chemie arbeiten ist für die Biene das Allerbeste. Wir müssen uns halt immer denken, möchte ich das? Kann ich es jemand anderen zumuten? Die Biene ist mein Partner. Ich bin der Thomas Renner, komme aus Schneegattern, das ist im Bezirk Braunau, Oberösterreich. Ich imkere seitdem ich denken kann, mit dem Opa schon zusammen und jetzt eben selbstständig. Ich habe aktuell 120 Bienenvölker. Ja. Seit 2013 imkere ich mit dem Varroa-Controller. Über den Daniel Pfeifenberger Bienenlieb habe ich den Varroa-Controller kennengelernt und seit 2013 eben in Verwendung. Wir sind ein reines Waldtrachtgebiet. Wir sind ein kleiner Verein. Bei uns hat der Durchschnittsimker so 10-15 Bienenvölker. Ich bin Obmann im Verein, ja, habe auch die Ausbildung zum Gesundheitswart. Obmann bin ich seit dem letzten Jahr. Wir haben die Situation, dass wir sehr späte Waldtrachten haben, weil wir mit dem Klima eher ein bisschen kühler liegen und da wird die Varroa-Milbe natürlich dann zu einem konstanten Problem. Das Imkern mit dem Großvater war halt so, was die Varroa-Milbe betrifft. Er hat diese Be-Life-Blätter gehabt, hat mit diesen die Varroa-Behandlung einmal im Jahr gemacht. Ja. Und jetzt ist es so, dass es halt nicht mehr ausreicht, dass man eine Hauptentmilbung, einen zweiten Entmilbungsschritt und dann die Restentmilbung im Winter zu machen hat. Wir haben bei uns im Verein eine Spezialität eingeführt, und zwar wir haben zwei Varroa-Controller und wir gehen dann her zur Hauptentmilbungszeit und machen eine Art Varroa-Tag, wo die ganzen Mitglieder des Vereins die Brutwaben zu uns bringen können zur Behandlung oder wir eben dann, beziehungsweise ich,
dann auch zu den Kollegen hinfahre und bei denen mit dem Varroa-Controller die Varroa-Behandlung vor Ort mache. Das hat dann den großen Vorteil, dass wir auf einen Schlag im Verein so ziemlich alle Varroa-Milben erwischen, die in der Brut drin sitzen. Und dann sind unsere Mitglieder auch angehalten, dass man die Varroa-Behandlung mit Oxalsäure-Träufen, Ameisensäurenbehandlung, was es halt sonst für die Mittel noch gibt, dazu macht. Und das funktioniert jetzt sehr gut. Wir haben das jetzt das dritte Jahr gemacht und funktioniert sehr gut. Haben wenig Ausfälle dadurch und das freut eigentlich jeden Imker. Ich stelle heuer auf Bio-Imkern um. Ich habe Frankenbalken jetzt noch, das sind diese Styroporkisten, stelle auf Bio-Imkern um und habe durch die Arbeit mit dem Varroa-Controller einfach das ganz, ganz große Vorzugsmoment gehabt, dass ich rückstandsfreies Bienenwachs gehabt habe. Ich habe dadurch wirklich mit der Umstellung nur die Balken umzustellen. Ich bin der Jürgen Schmiedken von der Firma Abipro Natura, Jürgen Schmiedken. Ich habe in den letzten Jahren einen Bienenluftinhalator entwickelt und der wird eingesetzt für die Inhalation von Bienenstockluft. Und dort ist eine Voraussetzung, dass die Bienenvölker Bio-Qualität haben. Und in der Zeit, wo wir Bienenstockluft entnehmen, können wir überhaupt keine organischen Säuren für die Bekämpfung von Varroa einsetzen. Aus diesem Grund habe ich schon die letzten 6 Jahre den Varroa-Controller im Einsatz und mit sehr gutem Erfolg. Und wir würden den Varroa-Controller eben auch deswegen weiterempfehlen. Alle die mit Varroa die Sache da im Griff haben wollen, die sollten den Varroa-Controller einsetzen. Mein Name ist Franz Heinrich Drescher. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Bienenzucht. Ich bin ausgebildeter Imker und Landelehrer. Ich habe selbst an die 50 Völker, die ich betreue. Und ich bilde auch Jungimker aus. Und besonders junge Imker interessieren mich. Da kann ich mein Wissen als Imker weitergeben. Ich verwende den Varroa-Controller seit einigen Jahren mit großem Erfolg. Ich habe auch ein bisschen mitgetan bei der Entwicklung des Varroa-Controllers und ich setze den Varroa-Controller nicht nur selbst ein, sondern ich verleihe den Varroa-Controller auch an andere Imker, sage ihnen, wie es zu tun ist, was aufzupassen ist. Und bin sehr zufrieden mit dem Varroa-Controller. Was bringt es für Vorteile der Varroa-Controller? Ich kann im Frühjahr, ganz im Frühjahr, also jetzt zum Beispiel, mit dem Varroa-Controller beim ersten Durchschauen meiner Bienenvölker schon sagen, okay, diese Wabe, da können Varroen drinnen sein, daher gebe ich diesen Varroa-Controller daher gebe ich diese Waben in den Varroa-Controller und kann im Frühjahr schon die Varroen abtöten. Da gebe ich die Wabe wieder zurück hinein und dieser Bienenstock ist dann von den Varroen befreit. Mein Name ist Dieter Stemmer, ich komme aus der Steiermark, aus Kumberg, bewirtschafte 50 Bienenvölker. Ich bin zertifizierter Bio-Imker und nutze den Varroa-Controller seit 2015. Ausschlaggebend war, in der Bio-Imkerei eben auf Chemie zu verzichten und eine Möglichkeit zu finden, im Wesentlichen auch auf Ameisensäurebehandlungen im weitesten Sinn, also Ameisensäure nicht einzusetzen. Zu Beginn war ich eher skeptisch, der Varroa-Controller ist doch vom Arbeitsaufwand wesentlich mehr als die üblichen Behandlungsmethoden. In der Kombination mit der Duplex-Wabentasche muss man allerdings sagen, ist es sehr günstig, wenn man doch mit dem bestehenden Varroa-Controller, also 9 Völker, mit dem neuen Jahr 10 Völker, gleichzeitig behandeln kann.
und Erfahrungen sind auch im Wesentlichen keine oder sehr geringe Ausfälle. Vorteil ist, dass man die Warmerneuerung nach der Honigernte relativ rasch machen kann und dass man so gesehen hier eine Kombination hat, die wenig Aufwand bedeutet und doch, glaube ich, sehr bienenschonend die Varroa-Behandlung machen kann. Jmenuji se Jiří Kalenda, jsem ze Zlína z České republiky. V podstatě včelařím od mládí, neboť v rodině jsou, myslím si, zhruba pátá generace, co včelaři. Varroa kontroler, vlastně jsem se s ní seznámil zhruba před 5 lety. Považuji jeho výhody za ty, že vlastně se využívá fyzikálních veličin, to znamená tepla pro likvidaci kleštíka pod víčkem na plodu zavíčkovaném. Nepoužívá se chemie a tím pádem nám nehrozí problematika rezidenci z chemického léčení včel. Obhospodařuji tady v současné době 40 včelstev svojich a zhruba 30 včelstev po okolí, takže zhruba 70 včelstev, kde se věnují tady tomuto ošetření. Využívám velmi jarní ošetření včelstev, to znamená konec března, začátkem dubna, záleží, jaká je zima a počasí. To považuji za úplně jedno z nejdůležitějších ošetření. Druhé ošetření dělám na medarda, to znamená 8. června, a tam používám takovou svoji metodu, kdy provádím při tomto ošetření takzvanou velkou plodovou přestávku, kdy veznu matku se 3 rámkama a 2 zásobníma a dám to do 3. nástavku. Spodní 2 nástavky nechám na osiřelce, kde v podstatě tyto včely mi dochovají ty včely. Napřed ošetřím první všechny rámky, co jsou s plodem zavíčkované, a pak po těch 10 dnech znova ošetřím ten zbytek. Takže tady vzniká poměrně jisté a velké ošetření toho včelstva na varroázu, protože mi tam v podstatě projde všecek plod, který byl zavíčkovaný. Tak to je. A ten oddělek, který mám jako v tom 3. nástavku, takzvaném vrchním, kde ta původní matka má zhruba 14 dní, vznikne tam plodová přestávka, neboť všechny tyto létavky odletí do spodních 2 nástavků, tam fungují to včelstvo. Navíc na těch 2 nástavcích využije snůžky, protože tam v tu dobu nekrmí mladušky, ale nové dílo. Vznikne ta velká plodová přestávka, kdy zhruba po 30 dnech už je nová matka oplozená a začíná se mi připravovat nové hnízdo na zimu, a mám tam obměněné celé dílo, vlastně celé dílo dokážu obměnit po vytočení, kdy vlastně můžu oba 2 nástavky vytočit a nechat je na mezistěnách a pak začát fungovat jakoby úplně na novém díle. Takže co my dneska chceme mít? Preventivní ošetření, výměnu díla a máme výměnu matky. Třetí ošetření je na konci července nebo začátkem srpna. Považuji hodně výhod, hlavně není tam chemie a je využití fyzikálních veličin, to znamená tepla a těchto věcí. Hlavně přirozená cesta, žádná chemie, a dá se s tím bojovat. A navíc proti chemickému léčení provádíme neustále prevenci, a to je to nejdůležitější s bojem proti kleštíkovi. Naša doba je typická v tom,
že rozhodujúcou silou v poľnohospodárstve je politika. Politici sa uchyľujú pomoci pre včelárov bez ohľadu na to, ako prežívajú včely. Ak by sa pre potreby včelárov riešili cez potreby včiel, tak nakoniec by sa zlepšila situácia aj včelárom a včely by prežívali teda oveľa pokojnejšie a s väčším rozvojom. Takže ak by sme to veľmi zjednodušili, ak by včely mohli pristúpiť volebným urnám a rozhodovať o politikoch, tak by náš svet vyzeral oveľa lepšie.